Hallo Freunde der Rendite, heute schauen wir uns gemeinsam mein Depot an, das heißt wir werden uns die einzelnen Positionen einmal anschauen, ich erkläre euch dabei natürlich ein bisschen immer was, also ich erkläre euch dann dementsprechend die Strategie, verrate ich auch natürlich, was ich für die Zukunft plane, also wie möchte ich in der Zukunft investieren und vielleicht ist ja für den einen oder anderen ein interessanter Ansatz dabei. Vorher aber noch ein ganz kurzer Disclaimer, das Ganze soll natürlich keine Handlungsempfehlung oder sowas darstellen. Das Video dient wirklich nur rein zum Entertainment. Ich mache das auch zusätzlich, um mit euch transparent zu sein und um euch halt eben zu zeigen, in was investiere ich denn oder wie verdiene ich Geld an der Börse. Ihr müsst aber immer eure eigene Analyse machen. Das heißt, ihr könnt hier jetzt auch erstmal nichts kaufen, ihr braucht nichts klicken, ich habe keine Kurse, keine Shortbriefe, kein gar nichts. Schaut euch einfach nur das Video an und am Ende könnt ihr mir natürlich gerne eure sachliche Meinung da lassen. Was haltet ihr von dem Ganzen? Damit ihr das Portfolio aber noch ein bisschen besser einschätzen könnt, erstmal ein paar Worte zu mir. Also mein Name ist Maxim, ich bin 29 Jahre alt, meine Freundin ist 25 Jahre alt und das ganze Geld, was ich investiere, gehört uns immer beiden gemeinsam. Also wir haben jetzt keine getrennten Konten oder sowas, sondern wir haben wirklich nur gemeinsames Geld und ich investiere das Geld von uns beiden gemeinsam. Wir haben auch zusätzlich dieses Jahr fast zwei Drittel unseres Geldes in ein Haus investiert. Also wir haben ein Haus gekauft dieses Jahr und den Rest haben wir aber behalten, damit ich damit weiterhin arbeiten kann, also das Geld weiterhin investieren kann und damit halt ein paar Trades mache. Jetzt verschwenden wir auch keine weitere Zeit und starten auch direkt mit meinem Portfolio. Das Ganze splittet sich auf verschiedene Depots so ein bisschen auf. Wir starten jetzt einmal mit dem Hauptdepot. Das Hauptdepot liegt bei der Comdirect und da fällt auch direkt was auf, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Und zwar diversifiziere ich jetzt nicht so viel wie die meisten anderen YouTuber. Also das Hauptinvestment, was wir haben, ist tatsächlich in Tesla drin. Da habe ich auch schon letztes Jahr zum Beispiel auch gesagt, als die Aktie bei ungefähr 300 Euro lag, da kann ich euch auch die Videos mal einblenden, dass ich in Tesla investiere, dass ich da mein meistes Geld halt eben investieren werde. Ein Ansatz für mich war zum Beispiel in Tesla auch zu investieren, dass ich angefangen hatte, mich immer mehr damit zu beschäftigen. Ich habe gemerkt, dass zum Beispiel sehr viele im deutschen YouTube-Bereich, sehr viele Investoren, ob es jetzt ein Dr. Krall ist, ein Marc Friedrich von Mission Money, der Andreas Beck oder auch ein Tradermacher, immer wenn die gesagt haben, okay, Tesla ist überbewertet, die shorten sogar vielleicht Tesla oder kaufen das eben nicht, dann war das für mich interessant, mich immer mehr mit diesem Thema zu befassen und eine eigene Analyse zu erstellen. Und für mich war es schon letztes Jahr eben klar, dass ich Tesla kaufen möchte, da es für mich noch unterbewertet ist. Und selbst jetzt bei 1 Trillion Marktkapitalisierung denke ich, dass das Potenzial auf 5 bis 10 Jahre noch sehr, sehr hoch ist und dass die Aktie sich locker noch verdreifachen kann. Das ist aber meine eigene Analyse und ihr müsst natürlich eure Analyse machen. Ich habe auch bei Tesla natürlich große Fehler gemacht, auch bei ein paar anderen Aktien. Ich habe letztes Jahr sehr, sehr viel getradet, habe damit auch sehr, sehr gutes Geld verdient, muss ich ganz klar und offen hier zugeben. Habe natürlich teilweise auch Geld verloren, ist klar. Bin halt glücklicherweise überdurchschnittlich im Plus aber rausgegangen. Ich wäre aber besser gelaufen, wenn ich halt einfach Tesla behalten hätte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Tesla nicht getradet hätte, sondern von Anfang an einfach nur gekauft hätte und dann eben gehalten auf eine ganz, ganz lange Sicht. Da wäre ich besser gelaufen, als wenn ich es jetzt immer wieder getradet hätte. Von daher habe ich jetzt auch ein anderes Depot. Das liegt jetzt tatsächlich bei Trade Republic. Bei diesem Depot ist es dann eben so, das trade ich hauptsächlich nur. Da habe ich jetzt in knapp über einem Jahr ungefähr um die 50% Rendite gemacht. Da habe ich einfach wirklich nur kurze Trades eben gemacht. Und das wird auch mein Trading Depot dann eben bleiben bei der Comdirect. Das wird mein langfristiges Investment Depot werden. Da habe ich jetzt abgesehen von Tesla natürlich noch 3 weitere Investments. Das sind 3 ETFs, die ich monatlich dann eben langfristig besparen möchte. Die musste ich leider wegen dem Haus auch schon öfter verkaufen. Früher habe ich auch Videos dazu gemacht, wie ich da immer 25 bis 40% Rendite mit diesen ETFs gemacht habe. Das sind 3 Branchen, an die ich persönlich sehr, sehr stark glaube. Zum einen die Gesundheitsbranche, die Informationsbranche und die Robotikbranche. Und mit diesen ETFs bin ich auch besser gelaufen als mit dem MSCI World. Den habe ich auch sehr, sehr lange bespart. Da halt aber immer im Durchschnitt 10% Rendite gemacht, den habe ich dann halt eben auch verkauft. Meine Strategie beim Investment ist aber halt einfach ein bisschen aufgesplittet. Das heißt, zum einen habe ich halt wirklich in Anführungsstrichen dummes Geld, was ich monatlich dann eben investieren kann, wo ich mich mit den ETFs beschäftigt habe und sage, okay, das sind gute ETFs, wo ich auch eine vernünftige Rendite habe. Ich möchte aber parallel in einzelne Investments einsteigen, wo ich dann so ein bisschen wie Charlie Munger, ich sag mal, 1 bis 3 Positionen dann eben habe. Charlie Munger hat ja derzeit so 5 Aktien in seinem Portfolio.
Das soll für mich recht überschaubar sein, damit ich mich auch täglich mit diesen Themen dann eben befassen kann und auch nachverfolgen kann. Letztes Jahr war bei mir noch der Ansatz ein bisschen anders. Da habe ich ja auch wirklich mehrere Aktien in meinem Portfolio gehabt. Und da ist es tatsächlich, wenn man Vollzeit berufstätig ist, natürlich extrem schwer, dabei jeder einzelnen Aktie dann eben hinterherzukommen. Und so kann ich mich wirklich auf diese einzelnen Unternehmen konzentrieren und da auch wirklich eine gute Analyse dann eben zu machen. Zusätzlich zu den Depots bei Trade Republic und Comdirect habe ich noch zwei weitere Depots. Die sind dann aber explizit für Kryptowährungen erstellt worden. Und zwar einmal habe ich bei Binance ein Konto. Da habe ich ungefähr 300 Euro in Nanocoin investiert. Das ist jetzt derzeit bei 370 Euro. Und noch ein weiteres Depot bei Cake. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch von Julian Hosp. Da habe ich zum Teil DeFi-Coin und zum Teil Bitcoin. Da habe ich ungefähr 1400 Euro investiert insgesamt bei verschiedenen Kursen. Das liegt jetzt derzeit bei 3900, 4000 Euro. Das schwankt halt eben immer wieder, weil Kryptowährungen ja generell extrem volatil sind. Ich bin aber jetzt auch derzeit dabei, eine neue Methode zu gucken, wie ich Cashflow generieren kann. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, und zwar Put-Optionen verkaufen. Ihr könnt es mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn das einer von euch macht. Und ich überlege jetzt gerade, wo ich das Geld dann da hernehme, und zwar, ob ich das jetzt einmal nehme von Trade Republic oder halt eben von der einen der anderen Kryptowährung, das da rausziehe, um damit halt eben ein paar Put-Optionen traden zu können. Da bin ich jetzt auch gerade am Überlegen, wo ich dann eben mein neues Depot eröffne, ob das Lynx ist oder CapTrader. Da muss ich halt eben noch schauen. Wenn einer von euch was empfehlen kann, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Aber damit kann man natürlich auch einen extrem guten Cashflow generieren. Falls euch das interessiert, kann ich natürlich auch gerne dazu ein Video machen. Im Grunde genommen war das jetzt schon mein Portfolio. Also ihr seht, die Anzahl der Investments ist bei mir relativ überschaubar. Ich finde das Ganze aber zu managen viel angenehmer, als wenn ich jetzt 20, 30, 40 verschiedene Aktien habe, um die ich mich jeden Tag kümmern muss, wo ich schauen muss, wie sieht der Kurs aus, eine Chartanalyse machen muss, eine fundamentale Analyse, ein Discounted Cashflow und so weiter und so fort. Das nimmt alles sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Deswegen bin ich so bisher viel, viel besser gefahren, wenn das Ganze von der Anzahl halt eben überschaubar ist. Ihr müsst dann eben eure eigene Schiene finden, wo ihr mit am besten läuft. Bei mir ist das natürlich auch immer eine Ist-Analyse. Also derzeit bin ich halt eben so investiert. Wenn sich jetzt irgendwas zum Negativen entwickelt, kann es auch sein, dass ich dann eben aus Tesla aussteige und dann natürlich auch dementsprechend meine Position woanders eröffne. Das ist immer bei mir Stand heute und es kann sich aber morgen, übermorgen oder in einem Jahr, in 10 Jahren dann eben verändern. Man muss sich halt eben immer anschauen, wie die Welt sich entwickelt. Was mich interessiert ist, wie sehen eure Portfolios aus? Also in was investiert ihr? Seid ihr stark diversifiziert? Habt ihr auch nur eine Aktie? Vielleicht nur Bitcoin, was auch immer? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für mein Depot oder generell so Ideen, schreibt es natürlich auch gerne unten rein. Würde mich sehr, sehr stark interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr die Videos weiterhin feiert, dann abonniert natürlich gerne den Kanal. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Das würde mir als kleinen YouTuber extrem weiterhelfen. Ich danke jedem für euch, für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.